Ein weiser Mann fragte einmal, wer wacht über die Wächter? Nun, das gleiche gilt für Kritiker. Von klassischen Parodien bis hin zu beliebten Fortsetzungen. Hier sind Filme, bei denen die Kritiker von Rotten Tomatoes völlig falsch lagen. Nicolas Cage liebt es zu schauspielern. So einfach ist das. Er steckt jedes Quäntchen seiner Seele in seine Rollen, ganz gleich, welches Kaliber von Drehbuch ihm auf den Tisch gelegt wird. Sei es eine Oscar-gekrönte Darbietung in dem existenziellen Herzensbrecher Leaving Las Vegas, Liebe bis in den Tod, oder eine verrückte Rolle als Literaturagent, der glaubt, ein Vampir zu werden, in der schwarzen Komödie Vampire's Kiss. I'm a vampire! 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 Und vergesst nicht die groß angelegten Blockbuster mit überzogenen Plots wie Das Vermächtnis der Tempelritter von 2004. Auch bei diesen Unternehmungen geht er aufs Ganze und das ist der Hauptgrund, warum sich dieser Film lohnt. Der Film folgt Ben, einem bekannten Historiker und Schatzsucher, der sich aufmacht, ein verborgenes Geheimnis im Herzen der Vereinigten Staaten zu entdecken. Dazu gehört auch eine gehörige Portion Verschwörung, denn sowohl die Templer als auch die Freimaurer spielen eine Rolle und ein bestimmtes superwichtiges amerikanisches Dokument ist ein zentraler Bestandteil der Handlung. I'm gonna steal the Declaration of Independence. Es sind diese albernen Elemente, die dafür sorgen, dass das Vermächtnis der Tempelritter nie ein Kritikerliebling werden würde, denn die Geschichte ist viel zu abwegig. In den meisten Kritiken wurde die unglaubliche Geschichte als großer Negativpunkt angeführt, aber es ist auch die Art von verrücktem Spaß, die ähnlich wie bei Nachts im Museum oder die Mumie für großen Eskapismus sorgt. Und obwohl die Handlung unglaubwürdig ist, bedeutet das nicht, dass das Drehbuch selbst schlecht ist. In der Tat ist es strukturell gesehen sehr gut aufgebaut. Dank der hervorragenden Besetzung mit Diane Kruger, John Voight, Sean Bean und Harvey Keitel ist Das Vermächtnis der Tempelritter ein großartiger Film, mit dem man ein paar Stunden verbringen kann. Vor allem, wenn man nicht damit rechnet, dass man zu sehr darüber nachdenken muss, was eigentlich los ist. Der Film Jumanji, der auf dem gleichnamigen Roman von Chris Van Allsburg basiert, wurde 1995 in den Kinos mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Das mag manche überraschen, denn der Film wird oft als Klassiker der 1990er Jahre angesehen und das Franchise hat sich mit den beiden jüngsten Fortsetzungen mit Dwayne Johnson und Jack Black in den Hauptrollen weiterentwickelt. In dieser originellen Geschichte wird Robin Williams in ein mystisches Brettspiel verwickelt, das Gefahren aus der Dschungelwelt ins wirkliche Leben bringt. Run! It's a stampede! In vielerlei Hinsicht ist Jumanji der ultimative Toastfilm. Seine veralteten Spezialeffekte sind eher charmant als störend und Robin Williams gibt eine markengerechte, rührende Vorstellung, die uns ihn alle genauso vermissen lässt, wie einige seiner besser bewerteten Filme es tun. God bless you. Tatsächlich trägt jeder in Jumanji zum Zauber des Films bei, von Jonathan Hyde über David Alan Grier bis hin zu einer jungen Kirsten Dunst. Dazu kommen eine großartige Musik und ein Drehbuch mit einem soliden Tempo und schon hat man einen dieser Filme, die man immer dann einschalten kann, wenn man den Drang verspürt, sich von unserer aktuellen Dystopie zu lösen und sich an einfachere Zeiten und bessere Filme zu erinnern. Fortsetzungen sind ein gefährliches Spiel, vor allem wenn das Original weitaus besser ist, als es zu sein berechtigt ist. Es ist unwahrscheinlich, dass man den Zauber zweimal einfangen kann und das ist bei Die Mumie kehrt zurück aus dem Jahr 2001 mit Sicherheit der Fall. Aber nur weil er im Vergleich zum Original verblasst, bedeutet das nicht, dass er es verdient, aus eurer DVD-Sammlung ausgeschlossen zu werden. Hört uns an. Sicher, der Film hat ein paar ziemlich plumpe Dialoge und ist nicht annähernd so einprägsam wie der erste Teil. Abgesehen von einer besonders gelungenen Actionsequenz. Oh, I hate mummies. Viele werden sich auch an die furchtbare CGI für Dwayne Johnsons Figur des Skorpionkönigs erinnern. Aber bleiben wir doch mal realistisch. Manchmal reifen schlechte Spezialeffekte wie guter Wein und lassen uns eher lachen und in Erinnerungen schwelgen, als dass wir uns darüber lustig machen. Das ist bei The Rocks computergeneriertem Auftritt definitiv der Fall und am Ende ist er unendlich viel nachhaltiger als ähnliche Szenen desselben technischen Kalibers, die in anderen weniger guten Fortsetzungen geliebter Franchise-Favoriten auftauchen. Und nicht zu vergessen, die echte Chemie zwischen Brendan Frasers Rick O'Connell und Rachel Weisz Evelyn Carnahan. Etwas, das in so vielen modernen Blockbustern schmerzlich vermisst wird. Wenn man das alles bedenkt, macht Die Mumie kehrt zurück wirklich verdammt viel Spaß. Wenn man jetzt auf Jim Carreys Karriere zurückblickt, kann man sagen, dass Cable Guy, die Nervensäge, nicht als seltsamer Eintrag in seiner umfangreichen Filmografie heraussticht. Er hat eine Vielzahl von Charakteren in einer Vielzahl von Filmen gespielt. Von absoluten Witzfiguren wie Lloyd in Dumm und Dümmer bis hin zum sensiblen und fehlerhaften Joel in dem 2004 mit dem Oscar ausgezeichneten Meisterwerk Vergissmeinnicht. Why do I fall in love with every woman I see who shows me the least bit of attention? Aber der Kontext ist wichtig.
Versetzt euch in das Jahr 1996 zurück und stellt euch vor, ihr erlebt Carries Rolle als Chip Douglas und habt außer Filmen wie Ace Ventura, ein tierischer Detektiv, Die Maske oder Batman Forever nicht viel anderes zum Vergleich. Abgesehen von der Kritik an den plumpen Beobachtungen über die Fernsehbesessenheit der Generation X ist es das, worauf sich Kritiker und Fans gleichermaßen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Films fixiert haben. Die Leute waren einfach noch nicht bereit, Jim Carrey als etwas anderes zu sehen als einen liebenswerten Trottel. Zugegeben, er ist in dem Film immer noch ein ziemlicher Trottel, aber die Albernheit seiner Figur wird oft von der Dunkelheit überschattet, die sein zunehmend verstörendes Verhalten antreibt. Und letztlich ist es diese Charakterisierung des beängstigenden und doch so sympathischen Chip, die Carreys Talente zur Geltung kommen lässt und ihm eine wirklich denkwürdige Performance beschert, die dem Film einen Platz auf dieser Liste sichert. Darüber hinaus ist der Film gespickt mit ikonischen Momenten, die jeden zum Lachen bringen und vielen gut platzierten Anspielungen auf die Popkultur, einschließlich einer Star Trek-inspirierten Kampfszene mit mittelalterlicher Rüstung. The name is Spock. If we don't battle to the death, they will kill us both. Parodien gehören zu den schwierigsten Arten von Komödien und sie werden zu ihrer Zeit oft nicht gewürdigt. Mel Brooks' Spaceballs erfuhr das am eigenen Leib, als er 1987 veröffentlicht wurde. Der Film von Mel Brooks, der eine Parodie auf die ursprüngliche Star-Wars-Trilogie und verschiedene andere Science-Fiction-Serien sein sollte, konnte die Kritiker nicht beeindrucken. Auch an den Kinokassen konnte er das Publikum nicht begeistern und spielte mit einem Einspielergebnis von $38 Millionen gerade so sein Budget wieder ein. In den vergangenen Jahren hat sich Mel Brooks' Spaceballs jedoch zu einem Kultklassiker und einer beliebten Komödie entwickelt und ist wohl die beliebteste Veröffentlichung von Mel Brooks. Er enthält eine Vielzahl hervorragender visueller Gags, darunter die durchkämmte Sandwüste und Zitate, die nie veralten werden. Sir, we've never gone that fast before. I don't know if the ship can take us. What's the matter, Colonel Sanders? Chicken? Was die Besetzung betrifft, so verleiht die ansteckende Chemie zwischen Bill Pullman und John Candy dem Film ein herzerwärmendes Gefühl der Kameradschaft. Und natürlich liefert Rick Moranis als der komische Dark Helmet eine der besten Leistungen seiner Karriere ab. The ring! I can't believe you fell for the oldest trick in the book! What a goof! Als 96 Hours 2008 zum ersten Mal in die Kinos kam, waren die Kritiker nicht sehr angetan. In dem Actionfilm mit Liam Neeson begibt sich ein ehemaliger Special Forces Soldat auf die Suche nach seiner vermissten Tochter und ihrem Freund, die während ihres Urlaubs in Frankreich von Menschenhändlern entführt wurden. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Wie bei vielen Thrillern steht auch bei 96 Hours nicht so sehr die übergreifende Geschichte im Vordergrund, sondern die Action. Die Handlung ist einfach und letztlich unwahrscheinlich. Einige kritisierten auch die schauspielerische Leistung des Films, aber es ist offensichtlich, dass die Filmemacher nicht auf einen Preis bei den Filmfestspielen in Cannes aus waren. Der Film gibt nicht vor, etwas zu sein, was er nicht ist, und das ist es, was so viele Kritiker und normale Kinobesucher gleichermaßen falsch verstehen, wenn sie ihre heißen Töne anschlagen. Wir sollten dankbar sein, wenn Actionfilme nicht mit halbgaren politischen Botschaften oder pseudo-intellektuellen Grübeleien gespickt sind, die das Tempo drosseln. Manchmal ist es völlig in Ordnung, sich zurückzulehnen, zu viel Popcorn zu essen und Liam Neeson anderthalb Stunden lang ein knallharter Typ sein zu lassen. Es gibt nur wenige Filme, denen es gelingt, Live-Action und Animation auf befriedigende Weise zu verbinden. Die meisten würden zustimmen, dass Falsches Spiel mit Roger Rabbit das Paradebeispiel für einen Film ist, dem diese schwierige Mischung tatsächlich gelungen ist. Space Jam ist zweifellos ein weiteres Beispiel, auch wenn er bei den Kritikern keinen Anklang fand, als er 1996 in die Kinos kam. Der Film zeigt Michael Jordan und die Schauspieler der Looney Tunes in einer Geschichte, in der sie ein Team von Außerirdischen besiegen müssen, die sie versklaven und als Attraktion für ihren Vergnügungspark Moran Mountain benutzen wollen, und zwar in einem Basketballspiel. You heard of the Dream Team? Well, we're the mean team, Wussy Man. Wussy Man. Ja, der Plot ist albern und die schauspielerischen Leistungen sind grauenhaft. Aber das ist nicht das Wichtigste. Es sind Jordans liebenswürdige Art und seine Energie, die dem Film eine unbeschwerte Authentizität verleihen, die über Raum und Zeit hinausgeht. Zu sehen, wie all unsere Lieblings-Cartoon-Figuren in der realen Welt zum Leben erweckt werden, zusammen mit dem vielleicht beliebtesten Sportstar aller Zeiten, wird uns immer in Erinnerung bleiben, ganz gleich in welchem Jahrzehnt wir uns befinden. Equilibrium weist eine der größten Diskrepanzen zwischen den Bewertungen von Zuschauern und Kritikern auf Rotten Tomatoes auf, wobei die schlechten Kritiken in direktem Gegensatz zu den hohen Bewertungen der Zuschauer stehen. Viele Kritiken waren vernichtend und meinten, der Film sei abgeleitet und entbehre jeglicher Originalität. Wer nur die Trailer des Films aus dem Jahr 2002 gesehen hat, kann dem nur zustimmen. Einem Christian Bale im schwarzen Trenchcoat dabei zuzusehen, wie er mit einer Pistole in jeder Hand durch Türen bricht und mit Kampfsportarten jeden beherrscht, der sich ihm in einer düsteren, dystopischen Zukunft in den Weg stellt?
Der Film sieht einem anderen von der Kritik viel mehr gelobten Film, der ein paar Jahre zuvor herauskam, sehr ähnlich. I don't believe it. Wenn ihr euch den Film jedoch in seiner Gesamtheit anseht, werdet ihr feststellen, wie anders er unter der Oberfläche tatsächlich ist. In einer Welt, die von einem nuklearen Dritten Weltkrieg gezeichnet ist, wird die menschliche Bevölkerung in Libria von einer totalitären Regierung und einer Droge, die Gefühle unterdrückt, unter Kontrolle gehalten. Christian Bale spielt Preston, einen Kleriker, der die Aufgabe hat, diejenigen hinzurichten, die es wagen zu fühlen. Im Laufe des Films beginnt er langsam, sich gegen die Regierung aufzulehnen, und es ist eine Freude zu sehen, wie sich sein Weg vom strengen Vollstrecker zum Revolutionär entfaltet. I'm coming. 2 Jahre nach dem unglaublich erfolgreichen Kevin allein zu Haus kam Kevin allein in New York eine unvermeidliche Fortsetzung. Obwohl der Vorgänger bei den Kritikern kein großer Erfolg war, spielte er an den Kinokassen so viel Geld ein, dass ein zweiter Film unausweichlich war. Die Fortsetzung schnitt sogar noch schlechter ab, denn die Kritiker bemängelten, dass der Film offenbar völlig vom Original von 1990 abgeleitet sei. Damit haben sie nicht Unrecht, denn es wird wirklich so ziemlich jeder Bestandteil wiederverwertet. Kevin ist am Ende auf sich allein gestellt. Er nutzt seinen Einfallsreichtum, um Harry und Marv auszubremsen. Er wird an die wahre Bedeutung von Weihnachten erinnert, indem er gezwungen wird, mit einem unheimlichen Fremden zu interagieren, der am Ende einer der nettesten Menschen überhaupt ist. Aber bedenkt, es hat etwas für sich, wenn bei Fortsetzungen alle Schauspieler des Originalfilms wieder dabei sind. Tatsächlich ist das gesamte kreative Team, einschließlich Regisseur Chris Columbus und Autor John Hughes, für den Film zurückgekehrt. Dadurch fühlt sich der Film wie eine glaubwürdige, von Herzen kommende Fortsetzung an und nicht wie eine hirnlose Geldbeschaffungsaktion, die von gleichgültigen Produzenten initiiert wurde. Und abgesehen davon, wer kann schon leugnen, dass es nie langweilig wird, Harry und Marv dabei zuzusehen, wie sie gegen ausgeklügelte Sprengfallen antreten, die um einiges katastrophaler und verrückter sind als die im Original. Es dürfte schwer sein, Leute zu finden, die bereit sind zuzugeben, dass sie Hook nicht mögen, aber das war nicht immer der Fall. Was heute als klassischer Abenteuerfilm für die ganze Familie gilt, wurde einst von den Kritikern verrissen und galt als finanzieller Misserfolg, obwohl er an den Kinokassen mehr als 300 Millionen Dollar einspielte. Selbst Regisseur Steven Spielberg hat seine Enttäuschung über den Film zum Ausdruck gebracht. Die meiste Kritik konzentrierte sich auf den Mangel an originellen Ideen, die den Film von einer normalen Nacherzählung der Peter Pan-Geschichte abheben. Andere waren der Meinung, die Handlung sei schwach und das Drehbuch ziehe sich in der Mitte ein wenig hin. Selbst wenn man diesen Kritikpunkten zustimmt, gibt es dennoch so viel an Hook zu mögen. Vor allem die schauspielerischen Leistungen. Robin Williams verleiht der Figur des Peter seine ungebrochene Leidenschaft und gibt ihr eine sehr menschliche Note, die das, was in den Händen eines weniger guten Schauspielers leicht zu einer schlaffen, zweidimensionalen Darstellung hätte werden können, aufwertet. Das gleiche gilt für Dustin Hoffman, der als Kapitän Hook gleichzeitig sympathisch und einprägsam schurkisch ist. And who didn't believe I could do it? Who doubted me? Julia Roberts glänzt sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne als Tinkerbell. You are embarrassing me. Sogar Glenn Close hat einen unwahrscheinlichen und ungewürdigten Cameo-Auftritt als unglückliche Piratin, die in der gefürchteten Boo-Kiste landet. The Boo Box. The Boo Box. Abgesehen von den schauspielerischen Leistungen sieht der Film auch auf technischer Ebene großartig aus, mit beeindruckenden Kulissen und Spezialeffekten. Alles von Kapitän Hooks Schiff bis hin zum farbenfrohen, imaginären Festmahl der verlorenen Jungs ist ein filmischer Anblick, der sich sehen lassen kann. Auch die Filmmusik von John Williams wird oft als eine seiner besten Arbeiten angesehen. Mighty Ducks, das Superteam, war nie die Art von Film, die bei den Kritikern gut ankommen würde. Es ist eine Geschichte zum Wohlfühlen, in der sich alles wiederfindet, was man von einem Sportfilm erwarten würde. Ob es nun die Außenseitermannschaft oder der vom Glück verlassene Trainer ist, dieses Komödiendrama aus dem Jahr 1992 bietet wenig Neues in dem Genre. Aber was soll's? Das ist ein schwacher Grund, einen Film zu verwerfen, vor allem einen, der in erster Linie für Kinder gedacht ist. Sie setzen sich nicht mit ihren Familien zusammen, um nach Beweisen dafür zu suchen, dass die Filmemacher abgeleitet oder faul sind. Sie analysieren keine Charakterbögen oder Handlungsstränge. Sie lachen über Goldberg, wenn er in der Limousine furzt. Sie lachen über die Spieler, die sich auf dem Eis abmühen, sich gegenseitig Eier zuzuwerfen. Sie drücken Charlie die Daumen, wenn er den gleichen spielentscheidenden Strafstoß schießt, den Trainer Gordon Bombay verschossen hat, als er noch ein Kind war. Sie erleben stellvertretend einen bedeutenden Sieg, der das Ergebnis von gutem Sportsgeist und Engagement ist. Das sind die Art von Filmen, die Kinder genießen sollten, wenn sie noch weit vom Erwachsensein entfernt sind. Letztendlich ist die Kritik an Mighty Ducks, das Superteam, ein Beispiel dafür, dass die Kritiker die Zielgruppe nicht berücksichtigen. Das Drehbuch ist kompetent.
präsent, die Charaktere sind einprägsam und der Film kann genauso oft angesehen werden wie jeder andere Klassiker des Genres. Und es ist offensichtlich, dass eine ganze Reihe von Leuten den Film damals wirklich genossen haben und es immer noch tun, da das Franchise seither zu mehreren Filmen, einer Fernsehserie auf Disney Plus und sogar einem realen NHL-Eishockey-Team ausgebaut wurde. Komödien haben es oft schwer bei den Kritikern und werden nur sehr selten von allen Seiten gelobt, wenn sie veröffentlicht werden. Selbst einige der besten Komödien kommen bei den Kritikern nicht gut an, obwohl sie beim Publikum sehr beliebt sind. Stiefbrüder ist ein gutes Beispiel dafür. Der Film verpasste eine frische Bewertung, obwohl er weithin als eine der besten Komödien der letzten zwei Jahrzehnte gilt. Die Handlung dreht sich um zwei 40-jährige Männer, Brennan und Dale, die noch zu Hause wohnen und gezwungen sind, miteinander zu leben, nachdem ihre jeweiligen alleinstehenden Eltern geheiratet haben. Die Figuren von Will Ferrell und John C. Reilly legen legendäre Akte der Unreife an den Tag, während sie versuchen, sich gegenseitig aus dem Haus zu vertreiben. Schließlich werden sie unzertrennlich, aber ihre kindische Natur bleibt für den größten Teil des Films erhalten. Der Film ist witzig, rührend und bietet unzählige Zitate. If you were a chick, who's the one guy you would sleep with? John Stamos! What? Did we just become best friends? Yep! Der berühmte Filmkritiker Roger Ebert war von dem Film überhaupt nicht begeistert, gab ihm 1 von 5 Sternen und schrieb: Wann sind Komödien so gemein geworden? Stiefbrüder hat eine Prämisse, die vielleicht zu einer guten Zeit im Kino geführt hat, aber als ich den Film verließ, fühlte ich mich ein wenig unrein. Das kommt natürlich von jemandem, der in Dumm und Dümmer nur den blinden Jungen lustig fand, der einen toten Sittich bekommt. Es ist schwer zu erkennen, was man an die Herrschaft des Feuers nicht mögen kann. Der Film spielt in einer postapokalyptischen modernen Welt, in der Drachen aus einem Millionen Jahre währenden Winterschlaf erwacht sind und fast die gesamte Menschheit ausgelöscht haben. Da die Zivilisation zusammengebrochen ist, was zum Teil auf die falsche Entscheidung der Menschheit zurückzuführen ist, mit Atomwaffen zu versuchen, die Drachen zu vernichten, ruht die Hoffnung auf den wenigen Überlebenden, die über den Planeten verstreut sind. Sie schmieden einen Plan, um den Anführer der Drachen zu töten und sich selbst vor dem sicheren Aussterben zu bewahren und, wenn ihr glaubt, dass das nicht verrückt klingt, dann lügt ihr euch selbst an. Der Film endete als kritischer und kommerzieller Misserfolg mit einem Einspielergebnis von nur 80 Millionen Dollar bei einem Budget von 60 Millionen Dollar. Auch die Einschaltquote ist mit 49% eher niedrig. Wer jedoch bereit ist, diesem Science-Fantasy-Film eine Chance zu geben, wird vielleicht angenehm überrascht sein. Die Welt des Films ist völlig realistisch und glaubwürdig, ihre Düsternis fast greifbar. Christian Bale's Quinn und Matthew McConaughey's Denton sind beide überzeugende Charaktere mit gegensätzlichen Ideologien, die während der 102 Minuten Laufzeit eine überzeugende Spannung aufbauen. Und ganz ehrlich, die CGI-Drachen sehen wirklich ziemlich erstaunlich aus, wenn man bedenkt, wie alt der Film ist. Noch erstaunlicher ist die Tatsache, dass die CGI nicht überstrapaziert wird, was an und für sich schon ein Grund zum Feiern ist. Wenn man einen Fan von Stirb langsam bittet, eine Rangliste aller Filme der Reihe aufzustellen, wird Stirb langsam, jetzt erst recht, wohl kaum auf einem der hinteren Plätze landen. Der allgemeine Konsens ist, dass der dritte Film ganz oben auf der Liste steht und nur vom Originalfilm von 1988 übertroffen wird. Welcome to the party, pal! Dennoch ist er einer der am schlechtesten bewerteten Filme des Franchises. In vielerlei Hinsicht ist dieser dritte Film völlig anders als seine Vorgänger. John McClane ist auf dramatische Weise in Ungnade gefallen. Er wurde aus dem Polizeidienst entlassen und führt nun ein Leben in Ungnade als Alkoholiker. Es ist fast so, als wäre er nur noch die verwaschene Hülle dessen, was er hätte sein können, wenn er Holly nicht zurückgewonnen und Hans Gruber auf dem Gipfel des Nakatomi Plaza besiegt oder die abtrünnigen Soldaten am Dulles International Airport vereitelt hätte. Alles in allem machen sich diese Änderungen jedoch bezahlt. Das Geplänkel und die Chemie zwischen Bruce Willis und Samuel L. Jackson sind unübertroffen und sorgen für einige perfekte komödiantische Momente. Jeremy Irons Bösewicht Simon ist ein weiterer Höhepunkt. Ebenso wie das bizarre Simon-Sagt-Spiel, das er spielt und das McClane dazu veranlasst, in ganz New York herumzufahren, um zu verhindern, dass Bomben in der Stadt explodieren. Am Ende erfahren wir, dass Simon der Bruder von Hans Gruber ist, was eine legitime Verbindung zum ersten Film herstellt und das bisherige Schema unterläuft, wonach McClane nur ein zufälliger Held ist, der immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Im Gegensatz zu den typischen Disney-Prinzessinnen-Filmen, die vollständig animiert sind, ist Plötzlich Prinzessin eine Coming-of-Age-Komödie, die komplett live gedreht wurde. Der Film mit Anne Hathaway und Julie Andrews basiert auf dem gleichnamigen Roman von Mac Cabot und handelt von einem jungen Mädchen, das in den USA lebt und plötzlich erfährt, dass sie die Erbin eines europäischen Königreichs ist. Me? A princess? Shut up!
Sie wird von ihrer Großmutter darin unterrichtet, wie man sich als König zu verhalten hat und muss sich schließlich entscheiden, ob sie Königin werden oder auf den Thron verzichten möchte. Die Kritiker waren von dem Film aus dem Jahr 2001 zunächst wenig begeistert, da es ihm an Handlung mangelte und er zu viele Dinge auf einmal sein wollte. Aber es gibt eine gute Auswahl an wirklich lustigen Momenten und der Film ist durchgehend liebenswert mit herausragenden Leistungen von Andrews und Hathaway. Der Film kommt auch nie übermäßig belehrend daher. Ja, er ist voll von moralischen Lektionen, aber er drängt sie einem nicht auf, sondern lässt sie ganz natürlich im Laufe der Handlung hervortreten. Als sauberer und harmloser Film eignet er sich hervorragend für die ganze Familie und ist ein weiteres Beispiel für einen Film, den man einfach einschalten und genießen kann, auch wenn er schon halb vorbei ist.